Ist Maximilian Michel ein guter Berater? Ben und die schöne Unbekannte, was genau will Eileen von Jenny? Texthänger, Pannen und Show-Einlagen, du bist so ein Miststück, wie verläuft Michaels Anhörung? Christoph wirft Richard aus dem Zentrum, entweder wir heiraten im Sommer oder gar nicht, sagt Marie gegen Michelle aus. Jennys Hochzeitspläne werden torpediert, das geschieht in der nächsten Woche bei AWZ. In der nächsten Woche ist Richard wieder ganz das alte Schlitzohr. Marie muss sich in ihre neue Rolle als Lügnerin einfinden. Und Ben hat eine Begegnung der ganz besonderen Art. Was es mit diesen Geschichten auf sich hat, verrät Bela Klenze in der AWZ-Wochenvorschau. Trickst Richard sich aus dem Schlamassel? Seit Richard aus dem Zentrum geflogen ist, hat er zwei Ziele im Auge, er will seine Firma zurück und er will Simone vor dem Gefängnis bewahren. Dass beides nicht auf sauberem Wege zu machen ist, ist dem gewieften Geschäftsmann klar. Er greift wieder tief in seine illegale Trickkiste. Michelle will unbedingt richtigstellen, dass sie Marie nicht die Treppe hinuntergestoßen hat. Sie verlangt von Marie, den anderen einzugestehen, dass sie gelogen hat. Sie setzt darauf, dass Marie ein gutes Herz hat und es nicht packt, ihre Lüge auf Dauer aufrechtzuerhalten. Liegt sie damit richtig? Bens Liebesleben liegt derzeit auf Eis. Das ändert sich in der nächsten Woche, als eine dunkelhaarige Schönheit im A40 auftaucht. Ben fühlt sich vom ersten Moment an magisch zu der fremden Frau hingezogen. Aber schafft er es auch, ihr näher zu kommen? Es taucht nämlich gleich zu Beginn ein Problem auf. Neugierig geworden? Schau dir die kommenden AWZ-Folgen jetzt schon bei tvnow.de oder in der TV Now App an.